Guten Morgen. Boah, nach der Nachtschicht, ist vor der Nachtschicht. Es ist noch relativ früh, wir haben es jetzt kurz vor eins. 20 vor eins. Ja. Und wir haben Dienstag. Ah, was für ein Datum? Dienstag, 22. Und ich muss so früh aufstehen, weil ich das Video von gestern noch fertig schneiden muss. Gestern war das Video, also wenn ihr das jetzt seht, dann ist das Video ja gestern rausgekommen. Das war das mit dem Kochen und das war unheimlich langwierig zu schneiden, weil so viel Material und ja. Und das werde ich jetzt fertig machen, dass es um 3 Uhr hoffentlich pünktlich erscheint. Na dann. Ich bin fertig mit Schneiden, aber es hat länger gedauert und es wird nicht um 15 Uhr online sein. Aber das werdet ihr in diesem Moment ja schon gemerkt haben, dass es gestern nicht pünktlich war. Ja, jetzt mache ich meinen Sport und dusche, während das Video sowieso gerade rendert und dann hochgeladen wird. Und dann sehen wir mal weiter, was der Tag bringt. Ich lade gerade das Video hoch. Es wird noch einen Moment dauern. Ja. Und dann sehen wir weiter. Dann muss ich dringend unter die Dusche. Ich habe gerade schon meinen Sport gemacht. Ja, dann gehe ich duschen. Und dann weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich anfange. Ja, nach der Entscheidung gestern nur mit der EOS 750D zu vloggen, denke ich mal, es ist gut, da irgendwie so einen Mix zu haben. Die ist so ziemlich cool und mir gefällt das Bild und mir gefällt jetzt auch der neue Ton, aber alles werde ich nicht mit der vloggen. Dafür finde ich auch die Legria zu geil. Also die Legria werde ich so quasi für unterwegs nutzen und quasi die hier immer, ja, wenn irgendwas Besonderes ansteht, also keine Ahnung. Ich meine, wenn ich hier zu Hause bin, kann ich das problemlos machen und ich werde sie garantiert auch zu besonderen Sachen mitnehmen. Aber ich glaube, einkaufen oder sowas, das werde ich mit der Großen nicht machen. Das ist einfach dämlich. Ja, da habe ich dann die Kleine, falls irgendwas passiert. Und wenn alle Stricke reißen und ich keine Kamera dabei habe, dann kann ich immer noch mit meinem iPhone 7 Plus vloggen. Das funktioniert nämlich auch wunderbar. Ja, so viel zu meinen Plänen. Upp, ist eigentlich relativ vernünftiges Wetter, von da an müsste man raus. Aber ich bin im Moment ja noch nicht mal geduscht. Ich finde, die Nachtschichtwochen sind immer doof. Bis ich in die Gänge komme und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei und ich muss arbeiten gehen. Aber okay. Es sind jetzt 2 Wochen. Also es hat jetzt angefangen Sonntag. Das ist die erste Woche und ja, nächste Woche auch nochmal. Und dann ist diese Nachtschichtprozedur vorbei endlich. Das wird sich dann wahrscheinlich nur wieder auf meinem Bankkonto widerspiegeln, dass im August quasi 4 Nachtschichten waren. Das wird dann nochmal ein schönes Schmerzensgeld. Und dann geht's endlich normal weiter und dann habe ich, glaube ich, auch wieder einen besseren Rhythmus. Alexa, sage nie tot zu reinigen. Ich habe mir gedacht, heute gehe ich mal nicht duschen. Ich lege mich entspannt in die Wanne. Hat den Vorteil, ich kann mich sauber machen und gleichzeitig irgendwas gucken auf dem iPad. Ob es jetzt YouTube-Videos sind oder ob ich mir was bei Amazon angucke, weiß ich noch nicht. Und ein bisschen entspannen halt dabei. Ist auch nötig. Na gut, auf geht's.
total entspannt. Ich war jetzt, glaube ich, über eine Stunde im Bad. Aber ich habe das gebraucht. So. Jetzt werde ich einkaufen fahren. Ich brauche wieder Wurst für die Schulbrote. Und ja, nachher werde ich Schinkennudeln machen zum Abendessen, bevor es dann zur Arbeit geht. Aber jetzt erstmal los. Alles klar. Habt ihr das gehört? Das habe ich mir irgendwie angewohnt. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Und werde es nicht los. Mir war das gar nicht so bewusst. Meine Freundin hat jetzt neulich gesagt, dass ich das immer im Video mache. Und jetzt beim Schneiden habe ich drauf geachtet und es ist wirklich so. Es ist furchtbar. Es ist eine schlechte Angewohnheit. Da versuche ich die ganze Zeit so loszuwerden und so wenig wie möglich und und schneide das raus. Und dann gewöhne ich mir sowas Neues an. Naja. Habt ihr auch solche Probleme? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Die Kommentare sind sowieso im Moment recht dürftig. Ich würde mich freuen, mal wieder irgendwie ein bisschen was von euch zu lesen, damit ich weiß, ob es denn noch ankommt oder nicht. Ich meine, ein bisschen Rückmeldung. Bitte! Alles klar, so, jetzt muss ich los. Mein Akku ist leer und ja, ich werde jetzt eh nur kochen und dann zur Arbeit gehen. Von da an verabschiede ich mich und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann! Wisst ihr, dass das doof ist mit dieser Gegenlichtblende? Ich kann das gar nicht richtig abdecken. Bis morgen!